Herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Wir sind hier, kurz vor der Nacht. Der Titel ist Programm. Genau, und wir sollten überlegen, dass wir noch ein bisschen was essen und trinken. Und dann zu Bett gehen, geben die... Achso, wir hätten... Na, passt schon. So. Etwas hungrig. 1500, ich glaube, man soll zwischen 1500 und 1700, dann hauen wir den nochmal rein. Gut. So, und jetzt heißt's nackig machen und dann ins Bett hüpfen. Wo ist denn ja die Tür? Ach, da drüben. Hier können wir nichts reintun, also in die Schublade. Bin mal gespannt, wie viel ich da reinbekomme. Oh. Schublade voll. Jetzt kriege ich ja noch einen Storage-Engpass. Ist aber ungünstig. Ah, ein Metall. Ah. Ja. Was waren das? Ach, Dosen. Oh. Gibt's Wasser mit Geschmack? Yep. Yep. Meine Fresse, haben wir viel Gedöns. Erwähnt ich, dass wir viel Gedöns haben? Regal, Plastikbälle. Meine Fresse. So, leer. Herrlich. So, dann gehen wir mal zu Bett. Und zwar 10 Stunden. Nee. Jetzt gucken wir es mal. Doch, das passt, glaube ich. Was wir jetzt gemacht haben. 2, 1, 0. Ja, jetzt sehen wir herzlich wenig. Flüssigkeitsmangel. Ja, geil, und ich sehe nichts. Ach Gott. So, Tür ist da, dann ist... Oh Gott. Tür. Need water. Ich weiß, dass du Wasser brauchst. Ich krieg hier kein Wasser. Also, halt, was war da? Wo war der Pla? Ey. Wusch. Einmannpackung. Warum ist denn eine Einmannpackung? Habe ich die ernsthaft übersehen und jetzt im Nichts sehe ich sie? Ha! Nein! Das ist nicht die. Wir haben nichts zum Trinken, right? Oh, oh. Regal, Bett. Kissen, Plastikbehälter leer, genau. So, also wir haben nichts zu trinken. Und wir sehen nichts. Nochmal kurz eine Stunde ausruhen. So, jetzt müssen wir also schleunigst zu trinken kommen. Das heißt, wir müssen eigentlich auf den Berg pesen und hoffen, dass wir dort was finden. Wie scheiße ist das denn eigentlich? Dass wir jetzt hier nichts mehr zu trinken haben. Ja. Vom Kaffee. Halt, da hat man doch was. Ja, warte jetzt. Mach jetzt mal alles rüber. Ja. 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 So, trink. Ja. Also. Zack. Zack. Zack.
So. Und wir hauen gleich noch was zu essen hinten rein. Vorne rein. Hinten rein, ich meine, gleich noch hinterher. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Freunde. Das da draußen klingt nicht gut. Und wir haben hier kein Wasser mehr. Keine Flüssigkeit mehr. Das heißt, wir können nichts mehr trinken. Also. Wir müssen raus. Egal bei welchem Wetter. Wir haben keine Wahl. Und ich glaube, da draußen wird's lustig. Achtung, gleich fliegen wir weg. Wow. Ach ja. Man könnte auch noch Kleidung anziehen, bevor man sich rauswagt. Habe ich mir gerade so überlegt. Und zwar jetzt natürlich nur unsere besten Sachen. Die ziehen wir natürlich auch noch an und die natürlich auch. So. Wie viel haben wir jetzt hier drin? Oha, genau 0. Ausgetrocknet. Können wir jetzt rein gar nichts gegen tun. Das könnten wir reinhauen. Das muss ich schon nicht tragen. Ja, jetzt müssen wir raus. Ich überlege mir gerade, ob wir es bei diesen Wetterumständen eigentlich überhaupt noch verantworten kann, in die andere Richtung zu gehen. Das weiß ich gar nicht so genau, ob das eine gute Idee ist. Hilfe! Warum frage ich mich das und renne weiter? Gib mal Gas, denn erschöpft bin ich nicht. Aber die Unterkühlung geht extrem schnell voran. Ich muss also schnell auf den Berg. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, aber ich bin am Verdursten. Boah, ist das laut! Also auf den Kopfhörern. Naja. Ich rede jetzt mal nicht die ganze Zeit so. Ach komm, hör auf. Kann ich hier irgendwie? Bringt es was, wenn ich hier hinter die Steine geht. Bringt das was? Oh nein. Ach du Heiliger. Wir sind gleich unterkühlt. Mist. Na gut, aber was soll man machen? Okay, das war gar keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Herrlich. Es tut mir leid, Junge. Komm, das, komm, überleb. Wir müssen nur den Buckel da hoch. Komm, lass mich jetzt nicht im Stich. Come on. Ich will diesmal länger überleben. Ich hatte nichts zu trinken. Ich musste gehen. Ich musste. Es tut mir leid. Komm schon. Ein Schritt vor den anderen. Komm. Wir gehen noch hier kurz vorbei. Vielleicht ist hier was zu trinken. Komm, da vorne ist was zu trinken. Komm. Jawohl. Komm. Wintermütze, sehr gut. Die Limo, wir gehen hier nicht runter. Komm, weiter. Auf geht's. Hopp.
komm. Mann, ich hasse diese Wettläufe gegen die Zeit. Das machen wir gerade dauernd. Das ist zum neuen Volkssport geworden. In diesem Let's Play. Komm. Komm, letzter große Berg. Gleich haben wir es geschafft. Gut, wenn man mit 100% losgeht. Hilft viel. Man hält dann deutlich länger aus. Komm. Das packst du. Jawohl, du hast gleich geschafft. Junge, wir haben es gleich. Guck mal einer an. Jetzt rennen wir noch geschwind hinten. Da liegt doch noch mal einer. Heute nicht. Ach, wir gucken später noch mal. Wir haben gerade Besseres zu tun. Ich hätte es gleich trinken sollen. Komm, renn hoch. Ach, scheiß drauf, wir gehen gleich rein. Komm, rein, Tür zu, komm. So, jetzt erstmal trinken. Gut. Okay. Gut. So. Da haben wir es gerade nochmal geschafft, ins Warme zu kommen. Oh, ich glaube, ich sollte erstmal eine Runde schlafen. Ohne mich auszuziehen, um wieder ein bisschen wärmer zu werden. Ich hoffe, die Taktik geht auf. Ich weiß es nicht genau. Doch, die Taktik geht auf. Bin ich aber froh drum. Okay. Und ein Beil. Also wir könnten hier, wenn wir jetzt Fleisch hätten, könnten wir jetzt anfangen, was zu braten? Wir haben leider kein Fleisch. Okay. In die Box laden wir uns mal ein bisschen Gedöns ab. Was in die Richtung. Oder wow, wir haben 2 Kanister. Das ist natürlich viel. So, jetzt sind wir erstmal wieder nicht mehr überladen. Jetzt gucken wir nochmal. Die Kälte ist nach wie vor ein Problem. Und das Trinken auch. Aber ich habe jetzt hier nichts zu trinken rein. Richtig. Das Tolle ist, wir haben nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen hilft. Ich glaube nicht. Oder? Nein. Okay. Also merken, wir kriegen den Durst jetzt hier nicht los. Wenn wir jetzt anfangen, eine Bank zu zerlegen. Da unten auf dem See gibt es so einen Unterstand. Bis zum nächsten Haus ist es noch einiges an Wegstrecke. Jo, verdursten oder erfrieren ist hier die Frage, ne?
ein kleines Feuer machen. Ach, können wir so ein... Wir können doch so ein Buch lesen, ne? Für Crafting-Dinger. Das könnten wir eigentlich mal machen. Achso, irgendwann mal. Oder soll ich es mir jetzt ein bisschen warm machen? In der guten Stube hier. Sieben Minuten. Wie lange hält denn sowas? 30 Minuten? Nehmen wir eine Zeitung. Und die hier. Komm. Komm. Ich hoffe, es funktioniert beim ersten Mal. Come on. Ich weiß nicht, ob wir da mit der Zeit bessere Skills bekommen im Feuermachen. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht. Schön wäre es auf jeden Fall. Sehr gut. Ah ja, tatsächlich. Achso, wie wird's jetzt mit der... Okay. Schön fürs Feuer setzen. Nein! Ah, herrlich. Oha. Gegen die Kälte tut das Ganze aber wenig. Also. Aha. So geht es also. Kräutertee. Bringt das was? Ja, das erwärmt uns wahrscheinlich von innen, oder? Oder machen wir die dann nur 100% haltbar? Stock. Klar. Machen wir weiter, oder? Oder muss das für einmal reichen? Ich raff's gerade nicht. Kochen. Das reicht schon wieder nicht, oder? Hm. Ach doch, jetzt haben wir es aufgewärmt. Das heißt, jetzt haben wir hier... Oder haben wir damit jetzt einfach nur die Haltbarkeit erhöht? Ich bin gerade leicht verwirrt. Ich denke, man merkt es überhaupt nicht. Was sollen wir? Sollten wir hier so ein Ding zerlegen? Würde ein bisschen Holz geben. Wie viel? Oh. Bekommen wir aber extreme Probleme, was unseren Durst angeht. Das wollte ich gesagt haben.
Das ist dem Ganzen nicht förderlich. Und jetzt kriegt man ein Problem im Flüssigkeitsmangel. Okay, ich würde sagen, wir müssen jetzt weitergehen. Dass wir hier nicht verdursten. Da frieren wir lieber. Ob wir es schaffen, zu dieser Hütte da hinten zu kommen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Oder wo auch immer wir hingehen bei dem Sturm, sehen wir dann in der nächsten Folge von The Long Dark. Bis dann, macht's gut. Tschüss.